Wir sind an der Algarve angekommen und jetzt grillen wir erstmal. Heute aus der Reihe Grillen in Albufeira, die Folge Verbranntes in Albufeira, leicht verbranntes. Na, sieht doch lecker aus. Hier steht unsere Emmy. Da hinten sind die Waschhäuser. Und in diesem Park hier hinten ums Eck, da sind Kurt und Jutta, die wir hier besucht haben. Und jetzt wird erstmal hier ein bisschen schnabuliert. Leider ist die Sonne schon so gut wie untergegangen. Aber es ist noch super schön warm. Und ja, jetzt gibt es erstmal Schmackofatz. Hier, Hähnchenbeine. Das ist unsere erste Zeit an der Algarve. Wir sind angekommen im Camping Albufeira. Wir sind deswegen hier, weil Kurt und Jutta hier eine Campervan haben und die den ganzen Winter hier stehen. Und das haben wir gekauft vor 2 Jahren. Und dann hatten wir die Idee, nachdem ich ja in Passau beim Versuch ein spanisches Reisebuch zu bekommen, habe ich keins bekommen, und das einzige, was ich bekommen habe, war von der Algarve, und dann habe ich erstmal geschaut, wo die ist, und habe gedacht, naja, dann halt dahin. Deswegen sind wir jetzt nach ein paar Tagen Anreise hier gelandet, und heute ist unser erster Abend, wo wir jetzt ein bisschen grillen, und danach gehen wir auch gleich wieder zu Kurt und Jutta rauf. Das ist nur 2 Minuten hier ums Eck. Und die werden uns morgen zeigen, wie schön die Küste ist. Genau, und morgen dürfen wir rumgefahren werden mit deren Auto. Da zeigen die uns mal, was man hier, also da hinten geht gerade die Sonne untergegangen. Das ist ein leichtes Abendrot, was man hier noch so sieht. Kann ich ja mal ein Foto einblenden. Und und jetzt essen wir Hähnchen und Salat und Kartoffelchen. Jetzt lassen wir uns unser Essen schmecken. Und ich freue mich, dass wir hier gut angekommen sind. Ja, wenig Wind, 73% Luftfeuchtigkeit, tolles Waschhaus auch. Wir sind zufrieden. Auf jeden Fall. Also wir fahren zur kleinen Kapelle und dann? Und dann nach Marinha und eventuell nach Cavoeiro, wenn ihr wollt und könnt, noch nach Portimão. Und dann ist es unterm Rückweg, könnten wir nach Amassau de Pera fahren und da am Strand in der Bude irgendwie eine Kleinigkeit zu uns nehmen, einen Toast oder sowas. Perfekt. So, in Porches oder Porques angekommen. An der Küste mit Kurt und Jutta auf Tour. Parkplatz haben wir auch gefunden. Und da kommen die beiden. Winkt mal für die Kamera. Sehr schön. Annette steht nach oben, die bucht gerade ihren Campingplatz. Und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen gucken. Hier soll es eine schöne Kapelle geben. Ui, und einen wunderschönen Strand. Sehr schön. So, Annette hat schon eine Woche gebucht. Muss aber ein super schöner Campingplatz in Mabea sein, aber da denken wir jetzt noch nicht dran, weil jetzt sind wir in Portugal an der Algarve. Und es ist so wunderschön, der Ausblick hier. Da unten wunderschöne Frau vor wunderschönen schönem Meer. Da unten trainieren sie. Ah, hui, ja. Schnell, schnell. Ja, also das, also die Farben und wunderbar, oder?
Liebesmuscheln anstatt Liebesschlösser. So ein bisschen wie in der Normandie, nur viel südlicher. Auch so Le Falaise, sehr sicher. Muss das für die Nachwelt festhalten. Naja, so kann es gehen, wenn man halt die Termine in den Urlaub legt. Dann muss man halt sich ins Beach Office setzen und dort arbeiten. Dafür esse ich jetzt ein Sandwich und genieße das Bier. Leider hatten wir ja hier kein so ein tolles Erlebnis, weil ja unser Grill vor 2 Tagen nachts geklaut wurde. Unser kleiner Karak Safari Chef 2, 30 Bar, der direkt am Wohnmobil angeschlossen wird, der war dann weg. So. Wir haben gedacht, wir sehen nicht richtig, als das Schlauchkabel alleine da lag. Naja, wir haben einen neuen gekauft. Und das war recht glücklich, gleich 20 Minuten von hier entfernt. Jutta und Kurt haben uns ihr Auto geliehen und dann konnten wir das Wohnmobil stehen lassen und trotzdem 20 Minuten entfernt in den nächsten Ort fahren. Und dann, da war ein Campingplatz und da war ein Campingshop und da haben wir dann eben den gleichen Kadak wiederbekommen. Und somit habe ich jetzt in Marokko auch einen Grill, wenn ich einen brauche. So, wir verlassen nun Albufeira und fahren nach Pompeia, aber noch gleich mehr auf der Autobahn.